Oh mein Gott, Leute, ich habe letztens einen richtigen kleinen Triumph für mich errungen. Den konnte man tatsächlich auf Twitter auch noch nachlesen. Ich habe es endlich geschafft, Skyward Sword durchzuspielen. Ich habe irgendwann eines Abends, irgendwann um 11 gesagt, ich spiele nochmal ein Ründchen Skyward Sword, da war ich bereits im letzten Dungeon. Und dann kamen wieder so unglaubliche Passagen. Und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt aufhöre, dann fasse ich es nie wieder an und werde es nie beenden. Und dann habe ich es bis 4 Uhr morgens einfach durchgezogen. Und das musste endlich auch mal sein. Ah, Skyward Sword. Ich kann es nicht fassen. Das Video, das ich hier eigentlich gerade mache, war ursprünglich als so eine Art Preview gedacht, im Sinne von, was ich vom neuen Zelda für die Wii U erwarte. Da das allerdings jetzt verschoben wurde auf 2016, können wir uns das erstmal schenken und reden einfach mal über 3 Zelda-Titel, die ich gespielt habe. Und die mir mal gefallen haben und auch mal nicht gefallen haben. Und wir fangen einfach mal an mit Skyward Sword. Das, was diesem Spiel absolut den Rücken bricht, ist die Motion-Steuerung. Dabei war ich anfangs noch recht optimistisch, dass das Ganze sogar noch klappen würde. Letztendlich hat es sich so herausgestellt, dass an den Momenten, wo ich dachte, dass ich Probleme haben werde, hatte ich gar keine. Und in anderen Situationen war die Motion-Steuerung absolut mein Krampf. Ich kam damit überhaupt nicht klar. Dabei ist das Ganze in der Theorie sogar gut umgesetzt. Im Kampf zum Beispiel passen sich die Gegner darauf an. Es steuert sich sogar überraschend präzise, das Kämpfen mit dem Schwert. Das simuliert eben die ganze Zeit die Bewegung, die man mit der Wiimote macht. Für jemanden, der jetzt Skyward Sword nicht kennt. Und man schlägt im Prinzip genauso im Spiel, wie man auch vor sich selber sozusagen schlägt. Das ist auch gar nicht mal so anstrengend und die Gegner sind eben darauf angepasst und blocken dann auch mal in gewisser Weise und man muss dann eben von anderen Seiten angreifen und so weiter. Das Ganze hat nur gelegentlich Probleme manchmal und die konnte man auch schnell durch die Kalibrierung mit der Wiimote beheben. Praktisch allerdings verkommen die Kämpfe sehr schnell zu einem blöden Rumgefuchtel. Gerade bei den Bosskämpfen gegen, keine Ahnung, Girahim oder auch beim letzten ist es ein Graus. Es funktioniert einfach nicht wirklich gut. Es ist wirklich einfach so, dass die Gegner einfach nur mehr blocken, je weiter man kommt im Spiel. Und irgendwann hat man keine Lust mehr, den Gegner zu lesen und zu gucken, wie man jetzt angreift, weil er es sowieso blocken wird. Es ist nämlich so, angenommen, der Gegner blockt seine rechte Seite und die linke ist offen. Dann muss ich die Wiimote auf die linke Seite schwenken und dann nach rechts, um von rechts zu, also von links nach rechts zuzuschlagen. Das Ding ist nur, das erkennt die Wiimote nicht. Ich muss es ganz langsam rüber schwenken auf die andere Seite und dann erst schlagen, sonst würde er beim Rüberschwenken einfach von rechts schlagen und das würde geblockt werden. Das Problem ist nur, wenn ich langsam rübergehe, blockt er auf einmal die andere Seite. Es ist schwer zu erklären, das Ding ist nur, mit Taktik kann man die einfach nicht mehr treffen. Und dann steht man da eben und fuchtelt einfach nur hin und her in der Hoffnung, irgendwie zu treffen und irgendwann klappt es dann auch. Aber es ist halt irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Und das ist bei Bosskämpfen so, das ist bei normalen Gegnern so. Gerade diese Skelette mit den 4 Schwertern nachher sind ein Graus. Also das ist einfach nicht wirklich durchdacht. Und es macht dann auch keinen Spaß. In anderen Situationen hat die Motion-Steuerung mich auch zur Weißglut getrieben. Beim Fliegen mit dem Wolkenvogel geht's im Prinzip noch, es ist einfach nur ein bisschen zu schwammig. Eine alternative Steuerung wäre hier definitiv besser gewesen und wir hatten doch einen Stick. Es wäre also auch möglich gewesen, das einzubauen. Oder eben Einsatz vom Käfernetz war mir zu unpräzise und musste man auch ordentlich Übung für haben, damit das dann irgendwann mal klappte. Und generell setzten sie mir die Motion-Steuerung im Spiel ein bisschen zu penetrant ein und auch ein wenig an Stellen, wo es wirklich unnötig ist, zum Beispiel, dass man beim Klettern kleine Sprünge machen kann oder dass eben auch das Fluginsekt, das man hat, auch mit dieser Motion-Steuerung wie beim Wolkenvogel gesteuert wird. Manchmal ist weniger mehr und das haben sie hier auch nicht wirklich gut so bedacht. Es ist tatsächlich auch so, dass mich so ein paar andere kleinere Sachen noch stören, zum Beispiel, dass der Schild nur noch aktiv einsetzbar ist, im Sinne von Blocken und Kontern. Das heißt, man muss ihn dann rausholen, wenn auch wirklich der Schlag kommt. Würde gut klappen, wenn es nicht einen leichten Delay dabei gäbe, weswegen man da kein wirkliches Gefühl bekommt. Da muss man nämlich so einen Ruck mit dem Nunchuck machen und der Nunchuck macht das gerne mal früher oder später, je nachdem. Und es wird halt nicht wirklich zu einem intuitiven Reflex und ist deswegen auch nicht so, ich habe nicht viel geblockt, ich sag's mal so. Und zusätzlich gab es dann eben Kameraprobleme, weil es keinen zweiten Stick gibt, um sie zu justieren. Man kann eben nur einen Button drücken und dann wird die Kamera automatisch so justiert, dass man den Rücken von Link sieht.
okay, von mir aus. Es hat aber auch ein paar gute Momente gehabt mit der Motion-Steuerung. Zum Beispiel, dass man das Master-Schwert damit wirklich rausziehen kann. Das hat zwar bei mir nicht so rund funktioniert, wie es eigentlich sollte. Also, ich hatte da irgendwie ein technisches Problem anscheinend. Aber es ist vor allen Dingen von der Symbolik das, was jeder Zelda-Fan mal machen wollte. Deswegen kann ich das definitiv respektieren. Ansonsten hat Skyward Sword eine Menge Zelda-Content, was man auf jeden Fall hoch anrechnen muss. Es gibt wieder die Schleuder, den Bogen, Bomben, Goronen und diverse Dungeons mit Umgebungen und mit verschiedenen Elementen, was ja auch immer so mein Lieblings-Herausstellungsmerkmal war von den Zelda-Spielen, dass man immer in verschiedene Vegetationszonen und so weiter kam und diese verschiedenen Gebiete, also Wald, Vulkan und Wüste, haben auch immer eine Art Grundthema, an das dort mit eingebunden ist. In der Wüste zum Beispiel gibt es Zeitsteine, mit denen man in gewissen Gebieten die Zeit zurückdrehen kann, was cool aussieht und auch mal was Neues innerhalb der Reihe ist. Die Bewegung ist tatsächlich auch gut mit Link. Sprinten ist tatsächlich ein Feature, das das Spiel bzw. die Serie seit langem gebraucht hat. Rollen ist aber auch weiterhin mit dabei. Nur hätte ich mir gewünscht, dass der Ausdauerbalken tatsächlich ein bisschen länger ist. Und durch die Ausdauer kann man eben auch schneller klettern und das Ganze läuft viel flüssiger und angenehmer. Gerade dieser Sprung an die Wand und dann höhere Ebenen erklimmen, ohne dass man irgendwie noch außenrum muss oder so, das gefällt mir schon sehr. Das Wolkenmeer, was diesmal die Open World stellt, also so eine Halb-Open World, es ist wie gesagt ja über den Wolken angesiedelt, Skyward Sword, das ist eigentlich ganz okay, es gibt jetzt nicht so viel zu erkunden, aber man kann damit schon was anfangen. Das Skydiving sieht auch relativ gut aus, ich hätte mir nur gewünscht, dass es auch ein flüssiger Übergang gewesen wäre, wenn man vom Wolkenmeer ins Erdland dived sozusagen per Skydiving, weil leider gibt es dort einfach einen Loading-Screen und man landet dann unten. Das hat die Technik der Wii wohl nicht ganz hinbekommen. Aber man kann auf kleinen Inseln innerhalb des Wolkenmeers ohne Ladezeit landen und das ist auch relativ cool. Größere Gebiete im Wolkenmeer gibt es auch, eben den Wolkenhort, wo man zu Anfang startet. Und man kann tatsächlich relativ präzise sich aussuchen, je nach dem Erdland oder Wolkenhort, wo man landen möchte. Beim Erdland gibt es da spezielle Punkte, die man freischaltet, so eine Vogelstatuen, an denen man dann landen kann. Und beim Wolkenhort kann man einfach dahin fliegen, wo man möchte und sich da fallen lassen. Da gibt es zwar auch eine Ladezeit, aber ich denke mal, das ist okay. Eine Schnellreise an sich gibt es nicht. Das ist allerdings kein Beinbruch, weil die Flugwege im Wolkenmeer nicht gerade lang sind. Also es kommt nicht dieses typische Open-World-Problem auf, dass man irre lange Laufwege hat zum nächsten Ziel, ohne dass dabei viel passiert, weil die Laufwege sind tatsächlich recht kurz. Ansonsten kann man auf dem Erdland noch Artefakte aktivieren, die dann Belohnungen freischalten, die dann auf Inseln im Wolkenmeer auftauchen. Man kann die Inseln auch so erforschen, allerdings lohnt es sich ja eher, das erst zu machen, wenn man da auch wirklich eine dieser Artefakte drauf hat, damit man gleich die Belohnung mitnehmen kann. In Sachen Händler und generell Sachen, die man kaufen kann, ist das Ganze jetzt ein bisschen zentraler angesiedelt auf dem Bazar und deswegen auch immer schnell und gut zu erreichen. Man kann sich jetzt auch Upgrades kaufen, den Schild zum Beispiel verbessern, dass er nicht so leicht kaputt geht und auch die Items verbessern, dass zum Beispiel die Schleuder in so einer kleinen Streuung schießt und ein bisschen effektiver wird. Ansonsten gibt es auch ein komplettes neues Ausrüstungssystem. Wichtige Items an sich können nach wie vor immer getragen werden, eben Sachen, die man aus Dungeon kriegt und so weiter, das kennt man ja. Aber es gibt dann eben noch ein anderes Inventar mit Flaschen und dem Schild und dieses Inventar kann durch Zukauf weiterer Taschen erweitert werden. Übriger Kram, den man nicht mitnehmen kann, muss dann eben in den Safe. Das System an sich ist ganz cool, wenn die Taschen nicht so verdammt teuer wären. Was die Level- und Aufgabenziele betrifft, ist bei Skyward Sword wirklich der Wurm drin, denn es wird so viel recycelt, das ist unfassbar. Als mich das Spiel auf die Quest vom Heldenlied schickte, wollte ich eigentlich aufgeben. Ich mache da mal einen Vergleich mit Twilight Princess, dass ihr es besser nachvollziehen könnt. In Twilight Princess macht man das Tutorial, dann macht man die ersten drei Dungeons immer abwechselnd mit der Suche nach den Schattenkäfern, um die Schattenwelt, also das Licht in der Schattenwelt wiederherzustellen und dann eben die normale Aufgabe in dieser Welt, um das Dungeon zu machen. Das macht man dreimal. Dann gibt es einen Twist, man holt das Masterschwert. Dann geht es in die Gerudo-Wüste und man macht sozusagen dort ein Zwischendungeon. Dann gibt es drei weitere Dungeons und dann gibt es noch zwei End-Dungeons. Das ist ein Schema, das machen relativ viele Zelda-Spiele immer, dieses drei Zwischendungeon, drei End-Dungeons. Das ist altbewährt. Skyward Sword macht es ein
bisschen anders und auch ein bisschen nerviger. Erst sucht man drei Kartenteile in den drei Gebieten, die es gibt. Danach wird man ohne Umschweife und ohne Zwischendungeon einfach auf die nächste Fetch-Quest geschickt und das wieder in den drei gleichen Gebieten mit einem neuen Dungeon. Da gibt es dann eben einen neuen Abschnitt und da soll man dann eben Flammen sammeln. Und der Twist ist hier, dass man vorher immer ein Minispiel in einer Art Seelenwelt absolvieren muss, das sehr ähnlich dem Sammeln der Schattenkäfer in Twilight Princess ist, wo man über eine Map läuft, Kugeln einsammelt und dann wieder zum Levelausgang rennt. Das musste man in Twilight Princess immerhin nicht tun. Und dann erst offenbarte sich sozusagen der Weg zur Flamme. Und das muss man, wie gesagt, dreimal machen. Immer in den gleichen Gebieten. Das muss ich auch noch anmerken. Ich hatte ja schon gesagt, Skyward Sword hat ja nur Wald, Vulkan und Wüste. Und es ist so, dass man in diese Gebiete mehrfach geschickt wird und sich dort nur neue Areale öffnen. Die sind dann zwar auch neu, es ist aber die gleiche Umgebung. Deswegen bietet Skyward Sword nicht unbedingt viel optische Abwechslung. Nachdem man dann eben diese drei Aufgaben erfüllt hat, wieder in den gleichen Gebieten, immer abwechselnd mit Dungeon und diesem komischen Seelen-Minispiel, wird man wieder auf die nächste Fetch-Quest geschickt, drei Teile von einem Heldenlied bei Drachen abzuholen. Wieder in den gleichen Gebieten. Und da wollte ich eigentlich aufgeben, weil das kommt dann, da kommt der Höhepunkt der Dreistigkeit. Es ist nämlich so, es gibt da nicht mal ein Dungeon. Es gibt auch das Seelenminispiel nicht. Diesmal ist es so, dass die Gebiete ein wenig anders sind. Die sind bekannt, aber sie sind ein bisschen anders. Zum Beispiel der Wald ist überflutet. Und man soll in diesem überfluteten Wald, in diesem riesigen überfluteten Wald, kleine Fische suchen, die wie Noten aussehen, die sozusagen die Noten für das Heldenlied sind. Die muss man in einer gewissen Zeit einsammeln und wenn man das geschafft hat, hat man das Heldenlied. Super nervig, zumal die Unterwassersteuerung mit der Motion-Steuerung, wie gesagt, auch funktioniert. Und das ist absolut schlimm, das hat bei mir fast nie funktioniert, diese blöde Unterwassersteuerung. Also da war ich echt kurz davor aufzuhören, ich habe es aber tatsächlich durchgezogen. Und es ist dann so ähnlich beim Vulkan, zum Beispiel beim zweiten Teil des Heldenlieds muss man dann, seine Waffen werden einem entwendet und die muss man wiederholen und so weiter. Also es gibt kein Dungeon, es gibt keine Aufgabe an sich, kein Seelen-Minispiel oder so, man muss einfach nur zu den Drachen kommen und das holen. Beim dritten haben sie sich, glaube ich, sogar nicht mal was Richtiges einfallen lassen, außer ein kleines Rätsel mit Zeit und so weiter, aber ja, das ist es dann im Prinzip auch. Und sobald man das dann erledigt hat, holt man sich noch den letzten Teil vom Heldenlied ab. Das ist wenigstens nicht kompliziert. Und dann kommt man zurück in Wolkenhort. Und dort, ganz ehrlich, man hat jetzt dieses blöde Heldenlied zusammengekraxelt. Und ist jetzt im Wolkenhort. Und jetzt kommt wieder irgendwas. Und was erwartet man jetzt? Natürlich irgendwas Cooles für die ganze Mühe. Was dürft ihr machen, sobald ihr wieder im Wolkenhort seid? Das Seelenminispiel. Zum vierten Mal. Ich konnte es nicht fassen, ohne Witz. Ich habe es nicht gerafft. Und was bekommt ihr als Belohnung, wenn ihr das Seelen-Minispiel dann nochmal erledigt habt? Einen kleinen Kack-Rubin, den ihr in eine Statue steckt, damit das letzte Dungeon geöffnet wird. Gameplay-Recycling haben sie in diesem Spiel echt groß geschrieben. Dann auch noch recyceln mit den Level-Umgebungen, weil es nicht viel optische Abwechslung bietet. Twilight Princess hat einen Wald, einen Vulkan, eine Wüste, einen Schneeberg, es gibt Reisen durch die Zeit. Es gibt im Prinzip jede Vegetation, die ihr wollt und es gibt Zeitreisen und es gibt Unterschiede zwischen Licht und Schatten. Das hat in dem Punkt jegliche Abwechslung, die möglich ist. Und das schafft Twilight Princess halt wirklich absolut nicht. Das Ganze ist natürlich wieder sehr stilsicher, bis auf einige hässliche Charaktere und dem etwas zu femininen Link, zumindest meiner Meinung nach, sieht das Spiel ganz cool aus. Gerade der Wald hat so ein bisschen einen tuschkastenartigen Hintergrund, der so ein bisschen verschwommen ist, aber doch einiges hermacht. Sie tricksen halt ein bisschen, weil die Hardware der Wii halt wirklich sehr alt war zu der Zeit schon. Und sie haben es halt wirklich geschafft, trotzdem noch ein sehr hübsches Spiel zu machen. Und ich finde auch, dass Skyward Sword von seiner Bedeutung her nicht schlecht ist. Ich habe das Spiel im Zusammenhang mit der Hyrule Historia gespielt, also erst das Spiel gespielt und mir dann die Kapitel in der Hyrule Historia zu Skyward Sword angeguckt. Wer es jetzt nicht weiß, die Hyrule Historia ist ein Buch, das kam raus zum 25-jährigen Jubiläum von The Legend of Zelda. Und da gibt es eben so die Zelda-Timeline, die offizielle, und diverse Artworks zu diversen Zelda-Teilen und eben auch ein sehr großes Kapitel zu Skyward Sword. Denn Skyward Sword ist die Geschichte, mit der die Legende von Zelda begann. Und wenn es um Spielwelt, die Charaktere, die Story
und den wirklich fantastischen Soundtrack geht, dann kann ich das auch akzeptieren. Es gibt auch sehr viele coole Sachen, die dann eben in der Hyrule Historia erklärt werden. Das Heldengewand zum Beispiel ist in Skyward Sword noch kein Heldengewand. Das war eben einfach das normale Gewand der Ritterschule und wurde erst durch die Taten von Link zu dem Heldengewand und zu diesem symbolischen Gewand auch. Der Schild zum Beispiel, der Hyrule-Schild, den man auch in Skyward Sword bekommen kann, hat einen roten Vogel ja drauf, den hatte der schon immer. Das ist eine Anlehnung auf den karmesinroten Vogel, den Link in Skyward Sword reitet. Fei, der Geist, der im Masterschwert steckt, ist dort schon immer gewesen. In jedem Zelda-Spiel, das wir vor Skyward Sword gespielt haben. Viele haben gesagt, nachdem sie das rausgefunden haben, haben sie sich tatsächlich emotional ein bisschen bei Fei entschuldigt, dass sie die ganze Zeit während des Spiels gesagt haben, Fei solle endlich mal die Klappe halten, weil sie ja irgendwie alles immer nochmal doppelt und dreifach erklärt hat, obwohl das Spiel das bereits erklärt hatte. Und diese ganzen symbolischen Sachen, die sind doch recht cool. Da macht Skyward Sword wirklich einen guten Job. Aber es ist einfach ein verdammt mieses Spiel. Twilight Princess funktioniert auf der Wii wesentlich besser, und zwar wenn es um Kampf geht, wenn es um Welt geht, wenn es um generell Zelda-Flair geht und tatsächlich auch wenn es um Grafik geht. Und man muss sich das mal anschauen, das Spiel ist 2006 rausgekommen, Twilight Princess Skyward Sword 2011. Also da ist ein ziemlicher Unterschied dazwischen und da sich da wirklich nicht viel getan hat, ist das schon krass. Also Skyward Sword hat inhaltlich viele gute Zelda-Elemente, fühlt sich aber durch den übertriebenen, manchmal fast schon gezwungenen Einsatz der Motion-Steuerung wie ein Gimmick-Spiel an. Und da das Gimmick nicht wirklich gut funktioniert, ist das leider schade. Und das kann man dann auch, man kann das gut oder schlecht finden mit dem Gimmick natürlich. Nur wenn es mit dieser unterirdischen Steuerung tatsächlich auch den Kämpfen den Anspruch nimmt, dann hat es für mich einfach alles zerstört. Das Spiel im Spiel fand ich sozusagen ziemlich scheiße. Aber das Zelda-Flair und die Spielwelt, wenn es auch nicht viel ist, reißen es wieder ein wenig rum. Nochmal spielen würde ich es aber definitiv nicht. Dafür ist es mir auch viel zu viel gestreckt. Puh, so, das musste ich mir mal von der Seele reden. Alter Schwede, gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Spiel, nämlich The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Und da kann ich tatsächlich Positiveres vermelden, denn A Link Between Worlds ist, glaube ich, das beste 2D-Zelda, das ich bisher gespielt habe. Das ist eine wirklich hohe Latte, die das Spiel dort schlagen musste, aber das hat es tatsächlich geschafft. Das Map-Layout ist ja an A Link to the Past angelehnt, weil es im Prinzip eine Art Nachfolger ist, könnte man sagen. Und deswegen haben sie beim Map-Design sicherlich Ressourcen gespart in der Entwicklung, weil sie ja im Prinzip nur das Ganze nochmal neu auflegen mussten. Und diese Ressourcen, die sie da gespart haben, sind wohl offensichtlich in andere Teile des Spiels gesteckt worden, denn das merkt man deutlich an. Das Schnellreisesystem auf der Map funktioniert übrigens gut, da kommt man eben schnell überall hin, wo man hin möchte, und das ist definitiv nett. Es hat ja so ein paar Sachen etabliert, die Zelda-Spiele vorher noch nicht gemacht haben. Zum Beispiel das freie Angehen der Dungeons, dass man sich die Items einfach leihen oder kaufen kann. Und man wird eben vor jedem Dungeon auch darauf hingewiesen, welches Item man brauchen wird. Deswegen gibt es auch keine Beschränkung für Rubine, weil die Items relativ teuer sind, wenn man sie sich kaufen will. Und wenn man eben stirbt, verliert man die Items, die man sich ausgeliehen hat. Das ist also relativ gut gebalanced. Und folglich kann man die Dungeons eben komplett frei angehen. Das Ganze ist von der Navigation her ein Stück leichter gestaltet als in anderen, auch 2D-Zelda-Teilen. Man könnte sagen, die Dungeons sind ein ganzes Stück leichter geworden. Einen schwankenden Schwierigkeitsgrad gibt es allerdings nicht, und das ist auch gut so, denn wenn man alles frei angehen kann, dann ist es natürlich doof, wenn man gleich am Anfang ins schwierigste Dungeon geht. Also man hat da einen guten Mittelweg entdeckt. Die Endbosse sind großartig, die holen alles aus einem 2D-Zelda raus, was geht. Man hat hier wirklich auch nochmal auf die alten Teile geguckt und überlegt, was man dort nochmal wieder an Konzepten mitbringen könnte, ohne das Ganze komplett zu recyceln, und es funktioniert einfach großartig. Die 2D-Abschnitte werden in den Kämpfen und in der Umgebung auch ausgezeichnet eingesetzt. Es gibt ja dieses Feature, dass Link sozusagen wie so eine Art Gemälde in die Wände reinlaufen kann, und das wird auch im Kampf benutzt, dass man sich zum Beispiel auf den Schild von einem Gegner projizieren kann, und wenn er den dann irgendwann wegwirft, dann kann man wieder raus und ihn von hinten angreifen. Man kann eben auch von Plattform zu Plattform laufen, über die Wand,
Es ist nicht immer ganz nachvollziehbar, wo man lang kann und wo man nicht lang kann, und die Perspektive ist manchmal auch nicht hilfreich, aber es funktioniert wirklich gut. Ansonsten hat das Spiel sehr viele Kleinigkeiten, die es wirklich einfach angenehm zu spielen machen. Es steuert sich richtig gut, es läuft flüssig bei 60 FPS und sie haben die Musik aus dem originalen A Link to the Past wirklich neu aufgelegt und auch wirklich gut neu aufgelegt. Also, wer 2D-Zeldas mag, wer ein 3DS hat und auch wer vielleicht noch nie ein 2D-Zelda gespielt hat, im Prinzip kann ich dieses Spiel jedem empfehlen, denn es ist wirklich einfach ein Vorzeigetitel für 2D-Zeldas und ein Vorzeigetitel für ein 3DS. Sie haben hier wirklich einen richtig guten Job gemacht. Last but not least kommen wir zu Majora's Mask 3D. Man hat mich schon mal darauf angesprochen vor 4 Monaten auf das Spiel, wie ich es fand. Und ich habe gesagt, ja, ich brauche noch gut einen Monat, um Skyward Sword durchzuspielen. Und dann kann ich auch ein Fazit zu Majora's Mask dort mit einbringen. Das hat jetzt nun 4 Monate gedauert und ich hatte Majora's Mask schon seit langer Zeit durch, aber Majora's Mask ist für mich auch so ein Titel, den wollte ich anfangs direkt aufgeben. Bei Skyward Sword hatte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr, weil mir das Spieldesign übelst auf den Sack ging. Bei Majora's Mask habe ich tatsächlich am Anfang schon vom Spieldesign die Nase voll gehabt. Dabei finde ich das Szenario und die Spielidee sogar ziemlich geil. Ich finde das absolut großartig. Es ist natürlich ein gewisses Risiko mit drin, aber von der Idee her war ich wirklich fasziniert. Es ist dann eben so, dass man regelmäßig die Zeit zurückdreht. Dabei bleiben aber wichtige Items, wie die, die man aus Dungeons holt, oder eben Flaschen, die man sich teuer verdient hat, die bleiben im Inventar, was sinnvoll ist und auch sein musste. Dadurch wird aber recht deutlich, dass das Zurückspulen der Zeit nicht so gut mit dem Zelda-Gameplay harmoniert und auch nicht 100% konsequent durchgesetzt werden konnte. Weil die Hauptitems aus dem Dungeon wieder zu entfernen, das ist keine gute Idee. Und um die Spielidee, die man hatte, quasi mit Zelda zu vereinigen, mussten Kompromisse gemacht werden. Was für mich letztendlich irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes war. Und weil das Zurückspulen Pflicht ist und man unter Zeitdruck spielt, wird halt einem immer recht offensichtlich gesagt, wie die nächste Aufgabe bzw. das nächste Hindernis, das man überwinden soll, gemacht wird. Und dadurch wird das Spiel sogar relativ leicht. Der Zeitdruck, unter dem man steht, mit dem Zurückspulen, nervt auch ein bisschen. Das ist sogar der Grund, warum viele Leute dieses Spiel nicht spielen wollen. Denn ich kann es verstehen. Einige können sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Zeit regelmäßig zurückgespult werden muss. Es geht halt auch sehr viel dabei verloren. Und wenn man kurz vor dem Ablauf der Zeit fast fertig wäre mit einer Aufgabe und dann doch zurückspulen muss, weil man es nicht zeitig geschafft hat, und dann eben alles nochmal spielen muss, ist das schon sehr nervig. Gerade bei Dungeons. Die Dungeons sind sogar eine ganze Ecke simpler geworden, weil man eben nicht unbegrenzt Zeit hat, sie zu absolvieren. Es muss eine gewisse Idee dahinter sein, auf die man relativ schnell kommt, damit man das überhaupt schaffen kann und nicht alles nochmal spielen muss. Man kann zwar einiges bei den Nebenmissionen beim Wiederholen überspringen, das ist gut, es nervt aber irgendwie trotzdem. Gerade bei so einer Nebenaufgabe wie diesem Deku-Bewohner, der umzieht, ist es so, dass man die gar nicht abschließen kann, wenn man nicht vorher in allen Gebieten war. Und das heißt, ihr macht die irgendwie jedes Mal, wenn ihr in ein neues Gebiet kommt, und wenn ihr so blöd seid und das tatsächlich tut, habt ihr die irgendwie 4-mal angefangen, konntet sie nicht beenden und dann beim 5. Mal klappt's erst. Und das ist irgendwie nervig. Dass Nebenaufgaben wenigstens im Notizbuch mit aufgezeichnet werden, ist nützlich. Nur finde ich, das Ganze war nicht wirklich gut dosiert, denn irgendwie so unsinnige und schnell erledigte Aufgaben landen meistens im Notizbuch, während andere Sachen das nicht tun. Also man hat da irgendwie keinen guten Mittelweg gefunden. Und durch das Wiederholen der Zeit kommen eben auch so andere Probleme auf, wie eben, dass man immer die gleichen Truhen öffnen muss, um da Rubine draus zu bekommen. Man kann sich zwar merken, wo man gleich die fettesten Rubinbatzen sozusagen herbekommt, ändert nichts daran, dass man da immer wieder hinkraxeln muss. Später gibt es dann sogar das Feature, dass man die Zeit verlangsamen und zu bestimmten Zeitpunkten sogar springen kann. Dadurch fällt dann der Zeitdruck komplett weg. Wozu das Feature dann überhaupt noch drin ist im Spiel, verstehe ich irgendwie auch nicht. Dann ist es tatsächlich nur noch ein Story-Element. Ich finde es gut, dass man diese Möglichkeit des Zeitverlangsamens und Zeitspringens sozusagen selbst rausfinden muss. Das Spiel sagt einem nicht, wie das funktioniert. Allerdings ist es für mich wieder nur so ein weiterer Punkt, der für mich auf nicht 100% konsequent durchgesetzt zutrifft.
Spielerisch spielt sich das Ganze tatsächlich wie Ocarina of Time. Wer hätte es gedacht, ist ja auch irgendwie, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre nach Ocarina of Time das Original für den N64 rausgekommen. Aber die verschiedenen Masken machen da eben einen Kniff. Man könnte sogar sagen, dass Majora's Mask von allen Zeldas die abwechslungsreichsten Fähigkeiten hat, die Link nutzen kann, gerade wegen der Masken. Die Items an sich sind relativ unspektakulär. Es gibt eben einen Bogen und dann gibt es Feuerpfeile und Eispfeile für den Bogen. Ja, und das war's. Und es gibt, ich glaube, es gibt noch einen Greifhaken. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, es gibt noch einen Greifhaken. Und das ist es dann auch. Nichts Beeindruckendes und keine große Auswahl. Aber durch den Maskenbildschirm, wo es sehr viele Masken gibt, meisten davon optional, aber es gibt eben Sachen, mit denen man dann die ganzen Nebenaufgaben mit diesen Masken machen kann. Man hat wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und das ist eine Sache, die dann tatsächlich gut funktioniert an Majora's Mask. Grafisch wurde es gut aufgefrischt und hat auch eine neue Textur für den Mond tatsächlich drin. Ich weiß nicht, viele, die damals das Original gespielt haben, finden diesen neuen Mond tatsächlich nicht so gut. Ich finde tatsächlich, er hat was. Also ich habe mir einen Vergleich angeguckt, ich kenne ja das N64 Original, mit dem von der neuen 3DS-Fassung und ich finde es okay. Ich finde es eine gute neue Anpassung dafür. Und mit Fotofunktion kann man auch coole Selfies von sich selbst und dem Mond machen. Ist daher relativ nett. Also, ich bin so ein bisschen zweigeteilt bei Majora's Mask von meiner Meinung her. Das Spiel wollte eben das Feature mit der Zeit nicht nur storytechnisch bringen, sondern richtig simulieren in gewisser Weise. Und das muss man respektieren, auch wenn es eben durch den Aspekt, mit dem wir verlangsamen die Zeit, ein wenig wegfällt. Es ist einfach das Feature, was Majora's Mask sehr von anderen Zeldas abhebt. Das ist so ein bisschen wie mit so einer Änderung bei A Link Between Worlds. Und ich finde nicht, dass sowas quasi, wie sagt man, verurteilt werden sollte, denn genau das hält diese Reihe frisch, dass es irgendwie immer was gibt, was sie anders machen. Ob man das in dieser jeweiligen Situation gut oder schlecht findet, ist nur einfach die Frage. Bei A Link Between Worlds fand ich es großartig und bei Majora's Mask fand ich es eben okay. Ja, das ist eigentlich alles, was ich mal zu diesen drei Spielen sagen wollte. Ab jetzt können wir gespannt sein, was Aonuma mit dem neuen Zelda auf der Wii U macht, da er keine Möglichkeit hat, wieder Motion-Steuerung zu machen. Okay, er hat sie, aber es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Denke ich mal, dass er da was Gutes draus macht. Er war ja auch der Director von Skyward Sword. Da hat er mir ein bisschen Mist gebaut, aber er hat ja jetzt die Möglichkeit, das quasi besser zu machen und er hat ja sogar zugegeben, dass sie in Zeitdruck sind und es vernünftigerweise auf 2016 verschoben, anstatt ein unfertiges Spiel rauszubringen. Das ist schon relativ lobenswert, finde ich. Deswegen hoffe ich mal, dass Aonuma uns ein gutes und auch mal wieder ein wirklich richtig gutes Zelda auf der Wii U bringt. Und ja, bevor ich jetzt gehe, möchte ich euch noch einen kleinen Kanal empfehlen, der macht mit echten Instrumenten Covers von Nintendo-Songs und die haben auch das Zelda Dungeon Medley neu aufgelegt. Das ist aus The Legend of Zelda A Link to the Past, eben die Musik, die man in den Standard-Dungeons lief. Der Kanal heißt The One-Ups, wegen dem Nintendo One-Up aus Mario, wer hätte es gedacht. Und der Song läuft jetzt hier nochmal am Ende von denen, weil ich den wirklich empfehlen kann. Schaut doch mal bei denen vorbei, die haben wirklich sehr, sehr geile Tracks gemacht, auch zu Super Mario Sunshine, zu Sonic, zu Donkey Kong. Da kann man wirklich einiges holen. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.